Gemeinsam mit einigen anderen Menschen habe ich die Ehre, Ihnen eine Viersener Familie vorzustellen. Eine Familie, die in Viersen ebenfalls Opfer des Nazi-Regimes geworden ist und zu deren Gedenken auf der Rektoratstraße 6 Stolpersteine verlegt worden sind. Diese 6 Stolpersteine stehen für 6 Menschen. Eine Familie, ein Ehepaar mit 4 Kindern. Familie Mills. Ich sehe ein Foto vor mir, welches eine Mutter mit ihren 3 Kindern zeigt. Es sind Frieda Mills mit Hilde, Irene und Josef, wahrscheinlich im Garten ihres Wohnhauses. Das 4. Kind Bela ist noch nicht geboren. Die Mutter Frieda Mills wurde 1901 in heutigem Reit, Mönchengladbach, als Frieda Kahn geboren. Frieda ist die älteste von 4 Geschwistern. Sie wachsen in Reit auf. Ihr Vater Jakob ist Kaufmann und betreibt ein Möbelkaufhaus. Seine Frau Hermine stammt aus Halle an der Saale. Im Mönchengladbacher Adressbuch aus dem Jahre 1911 sind sie nicht mehr aufzufinden. Das Ehepaar zieht nach Viersen. Der genaue Zeitpunkt ihres Umzugs ist ebenfalls nicht mehr festzustellen. Die Eheleute kaufen im Jahre 1919 ein Haus an der Rektoratstraße Nr. 1315. Als Eigentümerin wird die Ehefrau Jakob Kahn in das Grundbuch eingetragen. Der Vater betreibt dort ein Geschäft als Rohstoffhändler. Später richten seine beiden Söhne zudem eine kleine Werkstatt ein, in der sie Pantoffeln herstellen. Frieda Mills macht eine Lehre zur Kontoristin. Am 22. Juni 23 heiratet Frieda den 23-jährigen Rudolf Mills. Er ist in Wien am 30.08.1900 geboren. Der frühere Österreicher ward nun Staatsangehöriger des Deutschen Reiches. Frieda und Rudolf ziehen ebenfalls zur Rektoratstraße Nr. 1315 in Viersen. Rudolf ist wie sein Schwiegervater Kaufmann von Beruf und betätigt sich noch als selbstständiger Steuerberater. Er übernimmt Buchhaltungsarbeiten aller Art und bietet Vervielfältigungen an. Das erste Kind der beiden wird im Jahr 1924 geboren, Hilde. Es folgen 1930 Irene, 36 Josef und im Jahr 41 kommt noch die Tochter Bela zur Welt. Sie sind alle Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Viersen. Das Bethaus, welches auch die jüdische Schule der Gemeinde beherbergt, liegt direkt gegenüber ihrem Wohnhaus. In der Reichspogromnacht vom 10. auf den 11. November 1938 wird dem Haus und der Einrichtung der Familien Mills und Kahn großen Schaden zugefügt. Dieses Ereignis bewegt die Eltern von Frieda dazu, Deutschland, ihre Heimat, zu verlassen. Sie planen eine Emigration nach Johannesburg in Südafrika. Das Haus bieten sie der Stadt Viersen zum Verkauf an. Die Stadt hat großes Interesse an dem Haus, denn das Haus verengt die Fluchtlinie der Rektoratstraße und zur Begradigung der Straße beabsichtigt die Stadt, es nach dem Kauf niederzulegen. Friedas Eltern verlassen Viersen am 15.07.1939. Den Geschwistern Friedas gelingt ebenfalls die Flucht. Die Brüder Moritz und Josef gelangen wie ihre Eltern nach Johannesburg. Die Schwester Erna Juli findet ihren Wohnsitz in den USA. Die Stadt erwirbt das Elternhaus mit der Bedingung, dass die Mieter und Eigentümer bis zum 1. Juli 1939 das Haus verlassen müssen. Und so ziehen Frieda und Rudolf mit ihren 4 Kindern bereits am 5. Juni 1939 nach gegenüber in das ehemalige Bethaus auf der Rektoratstraße Nr. 10. Die steht seit dem Novemberpogrom leer, da auch hier das gesamte Inventar vernichtet wurde. Dort wird 1941 die jüngste Tochter Bela geboren. Am 11. Dezember 1941 lässt die Gestapo insgesamt 1007 Personen aus Städten und Gemeinden am linken Niederrhein, unter anderem auch aus Viersen, verschleppen. Darunter auch die Familie Mills. Von Viersen aus geht es zur Sammlung auf den alten Schlachthof in Düsseldorf-Derendorf. Der Transport hat als Ziel die lettische Hauptstadt Riga.
In seinem Bericht über den Transport nach Riga beschreibt Polizeimajor Paul Salliter, der Transport setzte sich aus Juden beiderlei Geschlechts und verschiedenen Alters vom Säugling bis zum Alter von 65 Jahren zusammen. Er beschreibt weiter den Transport über Berlin nach Osten. Am 13.12.1941 erreichte der Zug den Güterbahnhof Skiritowa. Der Zug blieb bei einer Außentemperatur von minus 12 Grad unbeheizt auf dem Gleis stehen. Das Überführen in das 2 Kilometer entfernte Sammelghetto Riga erfolgte dann erst am folgenden Morgen. Die Meldekarte der Stadt Viersen vermerkt dazu: 11.12.41, ganze Familie unbekannt verzogen. Rudolf, Frieda, Hilde, Irene, Josef, Bela Milz überlebten nicht. Ihnen zur Erinnerung wurden nun auf der Rektoratstraße 6 Stolpersteine verlegt. Für 6 Menschen, für eine ganze Familie. Deinen Geschwistern und Freunden Spaß gemacht. Bestimmt wärst du auch gerne zur Schule gegangen. Jetzt ist Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt. Josef, du warst erst 5 Jahre alt, als man dich, deine Eltern und deine Geschwister gezwungen hat, eure Heimat hier zu verlassen. Hier war dir alles so vertraut und das musstest du am 11. Dezember 1941 verlassen. Alles musstest du hier zurücklassen. Jetzt. Man hat euch in Zügen weit weggebracht, nach Riga. Das sind fast 2000 Kilometer von Viersen entfernt. Nie mehr durftet ihr in eure Heimat Viersen zurück. Und der Weg ging bei eisiger Kälte ins Ungewisse. Nie mehr eure Freunde treffen oder eure Großeltern, Tanten und Onkel. Alles hat man euch genommen, sogar euren Namen. Josef, jetzt stehen wir hier vor einem deinem Elternhaus, stand, wo du mit deinen Großeltern, Eltern und Geschwister lebst. Wir wollen dich niemals vergessen und wollen stark sein, damit so ein Leid nie wieder passiert. Leb gut, kleiner Josef. Ich geh die Hose hin, Maschine.